Kumpelanerinnen und Kumpelaner, liebe Kumpelfreundinnen und Kumpelfreunde, hallo Kumpelportis und somit herzlich willkommen bei Portananda. Wir sind heute unterwegs auf dem Hohenstein in Witten mit wunderschönem Panoramablick auf das Ruhrtal. Habt ihr Bock? Dann kommt mit. Und ja, die erste Steigung haben wir auch schon hinter uns und natürlich sind wir wieder auf Wegen des Sauerländischen Gebirgsvereins. Natürlich, da führt auch nichts dran vorbei. Und zwar folgen wir dem U. Das machen wir. Weiter geht's. Die Anfahrt war übrigens überhaupt gar kein Problem. Man kann super direkt auf den Parkplatz Hohenstein fahren. Was natürlich toll ist, denn das ist ein ausgesprochenes Ausflugsziel für Familien mit einer großen Spiel- oder Liegewiese. Spielplatz, Klettergerüste, Tischtennisplatten, Volleyballnetz. Herrlich. Und das vor ganz wunderbarem Panorama. Und ich atme erstmal weiter. Bergwertung, ne? Sind wir immer dabei. Und sollst du echt nicht verachten, hier geht der tüchtig Berg hoch. Hi! Guten Morgen! Glück auf! Na, was gab's zum Frühstück? Hafer? Oder Gras? Mei, bist du hübsch! Ja, es ist soweit. Mütze ist aus. Also hier scheint tatsächlich auch ein ordentliches Wandermekka zu sein, denn wir haben ja vorhin gesehen, kreuzen sich da verschiedene Wege. Den Volme-Wanderweg habe ich, glaube ich, gesehen, Westfalen-Wanderweg, Ruhr-Höhenweg, irgendwie ein Universitätswanderweg, Bochum-Dortmund. Ja, hier scheint auf jeden Fall ein ordentlicher Knotenpunkt zu sein und wer es sportlich mag, der ist auf jeden Fall hier genau an der richtigen Adresse. Ja, was ich gerade gesagt habe, Ruhr-Höhenweg, Westfalen-Wanderweg. So, der A3. Kennt man doch, oder? Ich hoffe mal, wir haben jetzt den höchsten Punkt hier erreicht. Denn es geht unaufhörlich bergauf. Zeit für ein Wegefoto. Viel kann er nicht. So, jetzt wird langsam abenteuerlich. Ein Privatweg, den wir umgehen mussten, führt uns hier ein bisschen durchs Unterholz und aus der Ferne bellt ein Hund. Ganz schön lange und ziemlich laut. Ich glaube, der ist verdammt groß. Ja, wollen wir den mal nicht stören. Ja, hallo, was haben wir denn da? Ein Zebra. Da hinten auch. Stark, was hier alles ist. Was wir haben alles hier, ne? So eine Artenvielfalt. Wahnsinn. Und weiter geht's auf dem Volme-Höhenweg. Also, wir sind tatsächlich auch auf verschiedenen Wegen hier gerade unterwegs. Und haben wir gerade einen herrlichen Hohlweg. Der Weg ist das Ziel. Oh. Das ja. Du hängst fest? Oh, gestanden. Was kriege ich für eine 7,5? Wo riecht das gerade?
Gestanden. Was krieg ich für eine 7,5. So wie das war. Ja, herrlich. Das war eine Einbahnstraße. Also bin ich wieder zurück und weiter auf dem Hauptweg. So ist das. Konnte man mit Sicherheit vor einigen Monaten mal laufen, aber nicht jetzt, ne? Da ist die Vegetation einfach viel zu üppig. Das war kein Weg mehr. So, Achtung, liebe Wanderverliebten. Hier kommt ein kleiner Gruß. Armin Baum. Baut. Tada! Kann man hier einkehren? Ist jetzt nicht sehr einladend, ne? Recht dunkel auch. Ich glaube, hier ist kein schöner Ort zum Verweilen. Nee. Ja, komm, dann versuchen wir noch mal. Ja, dann nutzen wir eben sowas hier für eine kleine Pause. Da oben ist sogar eine richtige Bange ohne Lehne. Wo, was? Hier die Mauer? Nee, über der Mauer, siehst du das? Ach, jo, tatsächlich. Ganz versteckt. Na gut. Aber. Naja, also irgendwie gibt es hier wenig Sitzgelegenheiten. Ja, aber da kannst du mit viermal nur sitzen. Aber ich sag mal so, fertig geht auch. Auch die kleine Schnecke auf Wanderschaft. Und wo natürlich? Da, auf den Wegen des Sauerländischen Gebirgsvereins. Liebe. Uiuiuiui. Wenn das so steil ist, ne? Dass ihr die Knie unter das Kinn schlagen, dann geht man nicht mehr. Ja, was hat er denn hier mit der Liebe auf sich? Hör mal, schon wieder Liebe U. Ja, stopp. Und genau das machen wir jetzt nämlich auch. Wir sind gleich am Ende unserer Tour angekommen. Und was soll ich sagen? Ja, Ruheblick. Okay, haben wir am Anfang und am Ende. Währenddessen Wald, Berg, Hügel. Martin, guten Tag. ja, und da sich so viele Wanderwege da kreuzen, ich habe, glaube ich, gar keine Bank gesehen. Das finde ich relativ schade, wo man mal ein bisschen Pause machen kann. Egal. Wir gehen noch einmal zum Berger Denkmal und gucken noch mal ins Ruhrtal. Und da gibt es noch mal abschließend ein paar schöne Bilder. Bis dahin, ich verabschiede mich für dieses Mal. Sei doch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt, Potternander unterwegs. Sag tschüss!